Hallo und herzlich willkommen, Nils plappert mir rein, das ist mal wieder toll, eine neue Aufnahme von Landwirtschaftssimulator 2013 und Niklas fängt jetzt mal an, Hallo zu sagen. Ja, hallo. Und Nico, ich will mein Geld haben. Was für Geld? Ja, immer noch von dem Frontlader und nicht nur 13.000. 41.000. Hä? Wir haben doch gerade darüber geredet, dass wir es nie eine Aufnahme gemacht haben. Ja, aber ich habe doch trotzdem den Grubber verkauft. Ja, gib... Auch wenn es außerhalb der Ausnahme war. Was für ein Grubber? Ich hatte einen Grubber, einen Horse Joker. Guck die alten Aufnahmen. Ja, aber, ja. Ich hab dir doch gerade was draufgerechnet. Wie viel denn? Wie viel Geld hat er denn? Niklas was? Hat jetzt 2.000, weil ich ihn 21.000 draufgerechnet habe und dann wieder irgendwas abgerechnet habe. Ja, das war für den Anhänger. Was ja, für dann Zahlen müsst ihr das mal, dann müsst ihr mal das deutlich sagen. Haben was wir. Für Zahlen hast du denn abgerechnet? Also. Was du heute nicht geschrieben hast. Was ich heute... Ja. Da stand 19.000 zuletzt und dann 0. Warum denn 19.000? Warum 19.000? Also zuerst, also er hatte 45.000, dann hatte er 89.000 und dann 19.000 und dann 0. Und dann jetzt 21.000 und dann 2.000. Was hat er denn für 90.000 gekauft? Ich bin so schlau. Wisst ihr, was ich die ganze 10 Minuten lang gemacht habe? Ich habe gegrubbert ohne und habe vergessen, meinen Grubber zu senken. Ich denke mir so die ganze Zeit lang, warum geht das nicht weg? Ich bin... Oh, ich kann mir jetzt in den Kopf... Oh. Nils, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nichts mehr. Dummheit. Einfach nur Dummheit. Macht mich manchmal echt traurig. Ja, aber Niklas hatte nicht null. Dass so eine Leute der hat ja den Grubber verkauft. Ich glaube, ich habe für 20.000 habe ich die... Für 19.000 habe ich für den Horse Joker bekommen. Für den Grubber. Nein, du hattest davor 89.000. Dann hattest du 19.000. Hä? Dann hattest du 0.000. Aber ich hab den Grubber verkauft. Du hast irgendwas für 70. Ja, 70. Ich glaube, du hast einfach nur. Ich glaube, du hast es nicht aufgeschrieben, weil ich direkt danach den Frontlader gekauft habe. Ja, ihr müsst und mir das ja auch sagen. Ich hab dir das war nämlich letztes Mal, habe ich dir gesagt, ich verkaufe das. Und das habe ich danach direkt den. Ja, ich verkauf das. Danach habe ich direkt den Frontlader gekauft und du hast das zusammengerechnet. Und im Endeffekt kam 0 bei raus. Ja, gib 6.000 bekommt er wieder. Ne, 26.000 bekommt er wieder. Ja, wieso? Das war doch nicht eine Aufnahme mit dem Frontlader. Ja, aber das Geld gehört ihm. Ja, aber das haben wir auch nicht abgezogen, wenn das nicht eine Aufnahme doch, war. Doch, er hatte nicht 0, das kann nicht sein. Jetzt weiß ich auch, warum dann nur 19.000 abgezogen wurden. Ja, wir werden es in der Aufnahme nächstes Mal sehen. Nico, gib ihm 26.000. Warum braucht er denn jetzt 26.000, Mann? Junge, damit er spielen kann. Ich hab keinen Anhänger. Das nicht geben? Ihm stehen 26.000 zu. Ja, es ist aber nicht hundertprozentig sicher, das ist das Problem. Und dann nicht, dass irgendwelche Leute rumheulen, ja, jetzt kriegt er Geld und so. Aber egal, wir werden es ja dann herausfinden und das werde ich dann wieder so richtig machen. Es ist sicher, weil ich es weiß, weil Niklas und ich, wir haben das getestet mit Lauritz. Ja. Wir haben nämlich, sein Grubber wurde verkauft, von dem Geld hat er sich dann... Dein Mikro ist gerade irgendwie scheiße. Meins? Mhm. Ja. Ja. Nackt immer so. Du klingst gerade wie der andere Timo. Boah. Nein, so extrem nicht, aber es aber knackt so ein halt. Kleines bisschen. Hoffentlich ist das nicht in einer Aufnahme. Also von dem Geld... Lol. Was? Gib ihn einfach 26.000 jetzt drauf. Ist Mensch. Doch jetzt! Gut. Hat der Werkstattwagen auch einen Tank? Ja. Ja, der ist der Tank. Den hab ich abgekuppelt, glaube ich, einmal. Das... Wo ist der Scheißing? Der steht auf dem Haupt, also ich weiß nicht, wo ich hab's schon. So. Nils, hast du jetzt einen Deal mit Niklas? Ich weiß nicht, Niklas? Ja, mach ich gleich, aber ich würde gern trotzdem noch den Krone-Emsland Forest kaufen. Gekauft, aber okay. Timo? Ja. Was? Den Krone-Emsland Forest für 9.999. Warte. Schön, dass du das sagst, wenn ich das schon aufgeschrieben habe. Ja. Du willst ja mal die exakten Zahlen haben. Dann schreibst du dir Sachen einzeln auf. Krone Emsland? Ja, das ist unter Forest. Der ist unter den. Unter Forstmods, der. Du nicht, du kannst nicht rechnen. Hä, doch. Er ist doch der Schlaue. Warte. Nein, an der 3. Sport. Der
Ja, eine 3 in Sport, das zählt nicht. Musstest du das jetzt sagen? Was für ein Ding wolltest du? Ich hab 3000 Krone, Emsland, Forst. Fuck. Okay. Nico, du hast gerade meinen Ruf zerstört. Was für ein Ruf? Ich weiß, trotzdem. Nein, hier. So. Das war alles so nur Dügen hier von dem Timo. Was mache ich mit dem Geld? Mir schenken. Ah, jetzt weiß ich, was ich mit dem Geld mache. Ja, ich hab nen Ring um meine Ostereier. Kuhglocke. Aus, Kuhglocke, Nico, Kuhglocke. Verfaulen ist aus, hoffentlich. Jedenfalls. Alter, ich habe meine riesige Scheune und das weiß ich nicht. Oh. Alter, ich quetsche mich jedes Mal durch das enge Tor und merke einfach mal, ich habe hier so eine fette Scheune mit einem riesigen Tor. Ja, das geil. Hier ist der Timo, was soll ich denn zahlen für den Tank? Wird das hier abgezogen, wenn ich das aus dem Dings tanke? Das wird aus dem Tank abgezogen. Sag mal einen Preis. 1000. Das ist der Schweinestall, das ist der Rinderstall, glaube ich. Nico, hast du nicht eine Tankstelle auf deinem Hof? Das ist der Rinderstall? Ja! Aber mit 0% im Tank kommst du nicht weit. Guck mal. Oh Mann. Er muss früher tanken. Dum, dum, da. Nee, ich bin schon durch Nikos Traktor durchgeswitcht, hab schon die rote Zahl in der Ecke gesehen, hab gesagt, gut, sagst du mal nichts. Ja, danke schön. Mal sehen, was passiert. Ah, was haben wir denn? Okay, das ist arm, Alter. Ich finde, so rote Zahlen sind auf dem Monitor immer fast unsichtbar. Ich sehe die so selten. Vom Kontrast her. Ist genau wie in... Jetzt treibst du es wieder auf die Spitze, ne? Jetzt ist es vorbei, du bist raus. Na gut, dass ich Nils über sowas lustig machen kann, ne? Was mit Landwirtschaft zu tun hat. Ihr kennt doch immer die Meldung immer in... Welchen Ding ist diese? Achtung, wenig Lebensenergie. Ja, die ignoriere ich eigentlich auch immer. Ich auch. Aus Prinzip die ignoriert jeder. Welchen Hof habe ich eigentlich? Wie heißt mein Hof? Schön, dass du das ja, Moment mal, ich weiß auch gar nicht. Du hast irgendwas mit Ritter. Moment mal. Meiner ist Janssen. Ja, bevor ich noch irgendwas anderes sage, ich weiß einfach nicht, wer meiner heißt. Mein Hof heißt Janssen und damit heißt er genauso wie mein Datenbankenlehrer. Datenbankenlehrer? Ja, ich hab ein Fach, das heißt Datenbank. Wow, Fiete. Ach, fick dich doch, Handy, Alter. Oh, wer schubst mich denn jetzt an? Lukas? Lukas möchte rein. Ja. Niklas! Ja? Lukas möchte rein. Ich kann Leute hier nicht reinziehen. Ich bin gerade am Aufnehmen. Mein Hof ist Rittergut. Rittergut. Wie viel Geld habe ich gerade? Wenig. Rittergut. 8000. 8000? Rittergut. Nein, ich hab vergessen, kurz zum Gucken, warte. 23,7 4 6. Okay, ich könnte rein tödlich ziehen. Den. Ich überlege gerade. Zieh mal 10.000 bei mir ab, Nico. Ja, ich bei euch allen 10.000 ab, Alter. Bei mir 10.000. So, erstmal muss ich bei Niklas noch die 10.000 abziehen. Hey, wo ist denn jetzt Niklas Zettel? Niklas, dein Zettel wurde gemobst. Oh. Da ist er doch. Okay, zieh bei mir 19.000 ab. Ja, natürlich, ich hab ja Blätter. Ja, ich denke, du hast erst bei Niklas gemacht. Nee, ich hab erst zu dir gemacht. Oh fuck. Alter, also jetzt nochmal 9.000 abziehen. Ach so, ja. Dein Ernst? So viel Langeweile hast du schon? Ich? Ja. Warum? So, Lukas, dass du Rinder kommt machen musst. Der macht gerade nicht irgendeine Scheiße. Rinder? Hallo. 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 Du Hallo, Spine. Lukas. Was Hallo, heißt hier keine Hobbys, um Rinder zu machen oder Langeweile? Rinder sind doch geil. Und Lukas, die hast du deine Vögel rausgeschmissen? Bin ich jetzt mitten in die Aufnahme geplatzt? Ja. Okay, warte, dann fehlt der Soundeffekt. Kaboom! Aha. Werde ich später einfügen. Ah, Nico, du hast immer noch, ich glaube, du bist was, Nico. Du hast so ein kleines Echo. Alter, mach ich hier den Nils oder was? Ja, dein Mikro leckt gerade voll rum. Hä? Das knackt komisch. Das knackt den Nils? Voll. Bin ich jetzt irgendwie eine Hör mal auf zu reden. Okay, sorry. Schlimm, ne? Timo, wie viel kostet eine Ladung von deiner Spritze? Ja. Unbezahlbar, weißt du doch. Ja, ich kann das bezahlen. Weiß ich nicht.
Frag seine Freundin. Wie? Ein Warnung kostet, werden wir in der nächsten Folge erfahren.